bleiben beim Thema Wetter, Temperatur, Hitze. Deutschland im Hitzeschock, ja fast schon. Das ist ja irre da draußen, oder? Was haben wir im Winter uns auf die Sonne gefreut? Jetzt ist sie da und jetzt ist es des Guten zu viel. Vor allen Dingen nachts finde ich es ja fürchterlich, wenn man da im Bett liegt und die Luft steht. Ich hatte es gerade jetzt auch letzte Nacht und schauen Sie sich das mal an. Das sind jetzt die Aussichten für die nächsten Tage. Bis zu 38 Grad soll es da werden. Und das jetzt nicht nur für die Tage, sondern auch langfristig, weil wir haben die Hundstage, die heißesten Tage des Jahres. Und die gehen bis Ende August. Und ich habe selbst auch schon erlebt, dass die sogar auch bis in den September reingereicht haben. Das ist also jetzt nichts, was in 2-3 Tagen ausgestanden ist. Deswegen tun Sie sich selbst den Gefallen, holen Sie sich einen unserer Luftkühler. Noch sind nämlich einige wenige lieferbar. Eines der letzten Stücke ist das hier. Und das ist auch so was Universelles. Das kann man ja wirklich in jedem Raum auch jetzt benutzen. Ganz genau. Wird aber natürlich gerade jetzt während der heißen Tage, der heißen Phase des Jahres, sehr gerne zum Kühlen verwendet. Und Lutz hatte schon gesagt, liebe Zuschauer, unser Verdunstungsluftkühler so stark gefragt, dass Sie jetzt bitte in die Leitung gehen müssen und bestellen müssen. Gerade das Modell ist auch ein Riesen-Bestseller. Das ist ein Riesen-Hit bei Ihnen. Warum? Weil der natürlich schön klein und kompakt ist, trotzdem sehr leistungsfähig arbeitet und vor allem super komfortabel auch von Raum zu Raum mitnehmbar ist. Denn allein ich habe es gemerkt und ich bin ja sehr, sehr sportlich. Und eigentlich machen wir Temperaturen, gerade hohe Temperaturen, nie so viel aus, dass ich letzte Nacht und vorletzte Nacht sehr, sehr schwierig einschlafen konnte, dass ich nachts wach geworden bin. Einmal, weil ich auf Toilette musste und zweitens, liebe Zuschauer, weil ich nass geschwitzt war. Ich war wirklich nass geschwitzt, sicke nass. Kennen Sie wahrscheinlich auch. Und vor allem, dass man schon Probleme bekommt mit dem Atmen. Gerade auch jetzt bei den Temperaturen, dann merken das zum Beispiel auch wir jungen Leute schon, dass man einfach Probleme hat, zum Beispiel aufzustehen. Wenn man mal gesessen hat in der Sonne, liebe Zuschauer, oder selbst im Schatten draußen auf dem Balkon und dann aufsteht, da wird einem schummrig und schwarz vor Augen. Deshalb müssen wir uns einfach adäquat runterkühlen bzw. abkühlen, liebe Zuschauer. Und das machen wir mit einem ganz natürlichen Prinzip, dem Prinzip der Natur, der Verdunstungsluftkühlung. Denn das, was Hunde durch das Hecheln vollautomatisch machen oder was unser Körper zum Beispiel in der Natur nutzt, um uns einfach herunterzukühlen, zum Beispiel das Schwitzen, liebe Zuschauer, ist das Prinzip des Verdunstungsluftkühlers. Wenn Wasser nämlich seinen Aggregatzustand verändert, dann wird der Umgebung Wärme entzogen und im Umkehrschluss entsteht Kälte, Kühle. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel schwitzen, dann kommt einmal Wasser auf die Oberfläche unserer Haut und vernetzt diese. Wenn jetzt ein Windchen weht, liebe Zuschauer, verdunstet das Wasser auf unserer Haut und unser Körper wird dadurch abgekühlt. Das machen wir in der Natur so, damit wir zum Beispiel keine Fiebertemperaturen bekommen. Oder, Sie kennen das auch mal, ein ganz normales Beispiel, wenn man mal einen Tag schön am Strand oder am Pool, im Freibad war und es sind 30 Grad Celsius und man geht ins Wasser, eigentlich ist es warm, alles ist super, Sie kommen aus dem Wasser und sobald der erste Windstoß kommt, wird es kühl auf der Haut, man bekommt Gänsehaut. Das ist Verdunstungsluftkühlung. Hier jetzt im großen Stil, über eine Wabenfläche wird jetzt das Wasser hier in großer Form verdunstet. Wir haben in jedem Verdunstungsluftkühler, so wie in diesem, einen Ventilator integriert. Ventilator, Luftzirkulation, ist erstmal schön, dass ein frisches Windchen weht. Können Sie hier selbstverständlich dann in 3 Stufen, in leicht, mittel oder hoch wählen. Und in 3 verschiedenen Modi. Normal, dem Naturmodus, wo dann immer mal ein etwas stärkerer Wind weht und ein etwas leichterer. Oder auch im Sleep-Modus flüsterleise. Und dann kommt über Cool diese Verdunstungsluftkühlung dazu. Hier sehen wir jetzt diese Honeycomb-Technologie, diese Wabenstruktur, wo jetzt das Wasser, ganz stinknormales Leitungswasser, das Sie hier einfach in den Wasserbehälter einfüllen, 4 Liter fast der, im großen Sinne, im großen Stil verdunstet wird und so einfach Kälte erzeugt wird, die dann mit dem Ventilator zu Ihnen hinauskommt, wo Sie dann endlich wieder erholt schlafen können, wo Sie sich direkt vorlegen. Und das können wir bei unseren Verdunstungsluftkühlern machen und diese Frische einfach genießen, uns herunterkühlen, das, wonach wir uns sehnen die ganzen Tage. Man sagt ja auch, gerade bei den Temperaturen so um die 40 Grad Celsius, soll man gar nicht mehr rausgehen am besten, weil es da einfach zu schwierig für unseren Kreislauf wirft, da soll man bitte in abgedunkelten Räumen bleiben. Ja, wenn da aber kein Windchen weht, wird es da auch unerträglich. Hier den Verdunstungsluftkühler komfortabel überall mitnehmen. Wohnzimmer mittags, in die Küche während Sie kochen, ins Badezimmer nach dem Duschen, damit Sie nicht nach der Dusche wieder in die Dusche springen müssen, weil Sie geschwitzt haben. Ins Schlafzimmer während Sie schlafen. Also Ventilator, 3 Geschwindigkeiten, 3 Modi.
auch extra einen für den Schlaf konzipiert. Verdunstungsluftkühlung kühlt ihre Luft gefühlt, also ich würde persönlich sagen, so um die 10 Grad runter, sind tatsächlich so, ja, 4 bis 5, 6 Grad, aber es fühlt sich wirklich deutlich mehr an durch die Ventilationsfunktion. Wenn man einen Ventilator zu Hause hat, hat man ja theoretisch eigentlich auch keinen Temperaturunterschied, aber der sorgt natürlich für ein frisches Windchen, was dann einfach schon erfrischt. Und dadurch hat man eine gefühlte Abkühlung, gepaart mit der Verdunstungsluftkühlung, hier wirklich hervorragende Ergebnisse. Dann das Ganze zum Beispiel auch oszillierend in Ihrem Raum mit bewegten Lamellen verteilbar. Ein Ionisator, ein Luftreiniger gleich mit integriert, weil wir natürlich davon ausgehen, dass Sie dann die Fenster geschlossen halten, damit die Wärme nicht in ihre Räume kommt. Deshalb reinigen wir die Luft und reichern diese mit Anionen an, wertvollen Anionen, die ihnen natürlich Lebensqualität, Konzentration wieder zurückgibt. Das, was sie benötigen, Timer, halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden und wenn sie wünschen, auch noch einen Luftbefeuchter, zuschaltbar, sprich ein 3-in-1 Gerät, das sie einfach nur super durch den Sommer bringt. Und nochmal, handelsübliches Leitungswasser einfüllen, an den Strom anschließen und das war's auch schon. Im Gegensatz zu einer Klimaanlage gibt es keinen Abluftschlauch. Und Vivian, auch der Stromverbrauch ist ja viel, 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 viel geringer als bei einer Klimaanlage, richtig? 65 Watt, liebe Zuschauer, das kann man doch nicht mal in Relation stellen mit einer Klimaanlage. Nee. Und vor allem werden wir hier nicht krank. Wie gesagt, das ist ein Gesetz aus der Natur. Das haben wir uns aus der Natur abgeschaut, liebe Zuschauer, die Verdunstungsluftkühlung. Deshalb darf ich mich da vorlegen und setzen. Und das bei minimalstem Stromverbrauch, bei minimalsten Anschaffungskosten. Das Einzige, was wir an dieser Stelle leider mit dazu sagen müssen, ist, dass natürlich nicht nur wir oder Sie von der Hitzewelle mitbekommen haben, sondern all unsere Zuschauer. Und dass wir Sie vorbereiten möchten darauf. Wenn Sie jetzt nicht zugreifen, werden wir da auf jeden Fall in Vorbestelllisten gehen und dann dauert 2 bis 3 Monate, bis der ausgeliefert wird. Jetzt gerade ja 2 bis 3 Tage. Es wäre natürlich ärgerlich, wenn man dann jetzt schwitzen muss, weil man jetzt nicht zugegriffen hat. Ja, das wäre ärgerlich, aber Sie sind ja schlau. Sie schauen Pearl TV. Deswegen rufen Sie jetzt sofort an, bestellen unsere NX7575 und die 569 zum absoluten Kracherpreis. 82,56 € oder natürlich auch jederzeit online unter www.pearl.tv. Zwei Einschränkungen. Erstens, die Stückzahlen schmelzen wie Eis in der Sonne. Können Sie sich vorstellen. Und zweitens, unser TV-Sonderpreis gilt immer nur 2 Stunden. Deswegen nicht lange fackeln, jetzt sofort anrufen. 081-51-51-3 mal die 2. Oder wie gesagt, online bestellen. www.pearl.tv. Sichern Sie sich ganz schnell einen unserer Luftkühler hier, die wir haben. Und dann wünsche ich gute Nacht. Schlafen Sie schön und genießen Sie den Sommer. Viel Spaß dabei.